So, dieses Mal haben wir einen Strahlensatz mit der sogenannten X-Form und in eine Sachsituation eingebettet. Man soll dieses X hier berechnen, das ist die Breite des Flusses. Na fein. A, das ist dieses Stück, ist 15. B ist das lange Stück des Strahls, ist 45. Und die eine Parallele, die ja zu dieser Parallele hier parallel ist, die ist 50. Zweiter Strahlensatz. Lange Parallele zu langem Strahlstück ist kurze Parallele zu kurzem Strahlstück. Oder gerade umgekehrt. Kurzes Strahlstück zu kurzer Parallele ist langes Strahlstück zu langer Parallele. Ich schreibe das mal auf. Kurzes Strahlstück zu kurzer Parallele ist gleich langes Strahlstück zu langer Parallele. Über Kreuz multipliziert bedeutet das, 45x ist gleich 15 mal 100, wären 1500, die Hälfte ist 750 geteilt durch 45. X ist dann, geteilt durch 45, ist dann 16, gerundet 67. 16, 6,7. Interessant bei dieser Aufgabe ist, dass man jetzt die Breite des Flusses hat, man aber mit keinem Messgerät rüber hat schwimmen müssen oder über die Brücke laufen oder so. Mit so etwas kann man die Breite von einem Fluss bestimmen, ohne mit dem Metermaß oder mit irgendeinem langen Maßband darüber zu schwimmen. Das ist eigentlich schon interessant.